Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Red Matter. Immer noch befinde ich mich hier in der Station und suche jetzt hier irgendwie was. Und zwar sind wir ins Labor geschickt worden. Ich glaube, wir können auf jeden Fall oben bei der anderen Tür nicht weiterkommen, weil uns da ein Netzhautscanner fehlt. Müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Was ist das denn hier? Mein Beamer, da können wir uns angucken. This research lab is fully equipped. Guck mal. It's even got a dedicated server terminal. Perfect, just what I'd hoped for. I'll need you to send me the data stored on those servers. Okay, von dem Daten schicken. Klappe aufmachen hier. Ah, okay. Dann nehmen wir unser Gerät und stecken das da rein. Oh, herstellen. Finde. Achso, wieder dieses Ding finden. Okay. Und suchen hier. Perfekt. So. Schickt ihr die Daten rüber zu ihr, zu Beta? Ja, macht er. Perfekt. Great. Got it. I'll look for anything that might trace back to Stars. Oh. Moment, was hast du gerade getan? Ich kann es nicht glauben. Verspottest du mich vielleicht nur zum Spaß? Das waren hochsensible Informationen, die du da gerade rausgeschickt hast. Eindringling. Ich hätte es besser wissen müssen. Du hast von Anfang an nach Ärger gerochen, als du die Basis betreten hast. Wäre nämlich wirklich ein Portal. So. Achso, können wir anmachen? Okay, und auch den organischen Drucker. Gut, was sollen wir denn machen? Also die beiden Geräte haben wir jetzt angemacht hier. Das leuchtet jetzt okay. Okay, damit steuere ich den Arm. Das könnten natürlich die Daten von unserem vorherigen Kollegen sein. Ups, bin ich entgegengekommen? Was ist das? Ach so, dann gibt er mir diese Blutprobe. Ja, dann können wir die wahrscheinlich hier in die Zentrifuge packen. Und? Warte mal ab. Was hier? Letzte entnommene Blutprobe, Kammer K6. Hier. Blutzusammensetzung, Hämoglobin, unautorisierte ID. Das passt nicht zu uns, was wir brauchen. Okay, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass wir die wegschmeißen. Und wir brauchen wahrscheinlich die da steht, also K6. Dann lass mal gucken, ob wir den finden. Gehen wir mal hoch. A. E. Achso, wir sind doof dran wahrscheinlich, ne? Okay. Das ist ein 3 C Delta. Hier also nicht. Also der Delta. Halt. Okay. Das wäre hier mal. A. Ein komisches Zeichen. Dann noch ein H, ein kleines. Russisches H, keine Ahnung. Die hier ist auch nicht, machen wir drunter. I. Scheiße. Das ist es. Und jetzt müssen wir den richtigen finden. Das ist noch verkehrt rum. Hier sieht man, muss andersrum sein. Muss eine 6 sein, die so rum aussieht. Beziehungsweise ja. Da ist es. Den brauchen wir. Das müsste die Blutprobe sein, die wir brauchen. Denke ich mal. Zumindest kommt es raus. Das war schon gut. Perfekt. So, wir analysieren die auch nochmal hier. Bam. Gucken. Das ist die richtige anscheinend, oder? Blutzusammensetzung, autorisiert ist gut. Okay. Und ich behaupte mal, da drüben kommt ihr rein. Weil hier baut man, glaube ich, was. Vielleicht? Organischer 3D-Drucker, okay. Gut, also das Ding ist jetzt blau. Warte mal.
Ja, guck mal. Ist jetzt blau, das stimmt schon überein. Jetzt brauchen wir hier, den machen wir zu, die Klappe. Der wird auch das blau. Ach, warte mal, hinten ist eine Anleitung. Was ist das denn? Schematische Darstellung des 3D-Druckers. Okay. Da, die Tür habe ich zugemacht. Was brauchen wir? Wir brauchen eine Iris, ein Auge. Also brauchen wir da unten diese zwei Knöpfe müssen wir drücken. Ach, damit sind bestimmt diese Dinger hier gemeint. Okay. Und der nach da unten. Und der da hin. Richtig. Gut. Und dann brauchen wir. Jetzt haben wir eigentlich alles drin. Ne? Das ist richtig. Das ist richtig. Aber es fehlt noch irgendwas. Da unten ist das rote. Das rote, das gelbe Kabel geht hoch. Da oben rein. Da ist die Tür. Okay. Ach, guck mal. Flasche nach unten zeigen einsetzen. So eine Flasche brauchen wir. Könnt ihr die da hinten rein, ne? Sollen wir die einfach mal nehmen? Wir nehmen die einfach mal. Ja. Oh, dann müssen wir die da oben reinpacken. Kurz hochfliegen hier. Ups. Ich muss hoch. Nein. Na. Ich muss mal die Klappe aufmachen hier. So. Da war das. Oh. Nein. Gibt's doch gar nicht. Wenn ich springen kann, ist auch ein bisschen nervig, ja. Jetzt so rum rein, ne? Zu machen. Okay. Alle Knöpfe blau. Dann lass mal loslegen. Und bam. Guck mal. Baut er uns wahrscheinlich aus mit 3D-Drucker ein Auge. Mal gucken. Was ist denn sowas? 3D printed organs, blood samples. Da kommt das raus. I'm just not seeing the connection to the red matter. I'm still working on those files you sent me. I think I'm real close to finding some answers. Okay. Gut, lass die mal nehmen. Das ist ja schon perfekt. Wir wissen ja auch genau, wo wir hin sollen. Dann lass uns das mal machen. Oh, warte, hier steht noch irgendwas. Richtige Daten hier? Ich habe zugestimmt, beim Bau dieser Basis zu helfen, um der Menschheit etwas Gutes zu tun. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie sie zu einem Militärlager oder Schlimmeren wird. Was ist das denn? Formeller Antrag auf Ablehnung der Lagerung von militärischer Fracht abgelehnt. Ach so, okay. Was haben wir mit dem Militär hier zu tun? Da will die wahrscheinlich Forschung machen und benutzen das Ganze hier, um vielleicht Waffen zu bauen oder vielleicht auch organische, biologische Waffen, Kampfwaffen, man weiß es nicht. Wir müssen mal schauen. Komm, lass mich raus hier. Oh, was ist hier los? Beta? Oh. Ah, das sieht aber... Beta, do you read me? Das könnt ihr wieder nicht sehen, aber das sieht schon ziemlich cool aus. Ziemlich cool, das ganze Rot hier. Also die fliegen an einem vorbei. Wenn man kann sich so ein bisschen wie so ein 3D-Kino vorstellen, aber man sollte es selbst erleben. Das ist jetzt auch eine ziemlich coole Geschichte. Kann ich das scannen hier, das Zeug? Unbekannte Biomasse. Eine pulsierende Energie fließt durch sie hindurch. Okay. Wir gehen erstmal einfach weiter. Okay, was ist das? Kann ich scannen? Nee, außer Reichweite. Ich will nicht heran. Oh, ich kann runterfallen, glaube ich, oder? Okay, jetzt brennen meine Augen dazu. Oh, die Augen sind irgendwas. Das ist ein bisschen zu weit. Alter, ich kann nicht sehen. Sasha! Sasha, can you hear me? Okay, sind wir da hier? Yes. Yeah, I'm here. Oh, thank goodness. Thought I lost you for a second. What happened? Your vitals are off the charts. The headaches. I'm seeing things. It's just a side effect. Spending as long in the simulation as you have will do that to you. You'll feel better soon. Sie ist auch so ein bisschen rational, ne? So, ja, die geht's mir schon besser. Ich glaube, die steckt auch ein bisschen dahinter. Wer weiß, ob das eine echte Person ist. Nicht, dass nachher einfach nur so ein Roboter ist, der uns da irgendwo hin entführen möchte. Entschuldigung fürs Räuspern, ich habe ein bisschen was im Hals. Zeig mal, okay. Hm. Okay. Hier kann man auf jeden Fall wieder was machen. Was ist das?
Holographischer Würfel, der das Gesicht einer Frau bildet. Okay. System offline, bitte Passwort eingeben. Ja, okay, das kann natürlich alles Mögliche sein. Das ist nämlich das Passwort. Hier rein. Und hier steht ja hier irgendwas drauf. Ich konnte es nicht länger ertragen, jetzt ist es offiziell. Ich werde meine Forschung auf Striker 9N3 fortsetzen. Hoffentlich lassen Sie mich in Ruhe. Genehmigte Verlegungsantrag nach Striker geplant für September. Was denn? Die neueste Version des Wartungsdrohnen-Designs. Anleitung zur Befestigung der Funkantenne an der Kontrollstation der Wartungsdrohne. Antenne? Wo haben wir die irgendwo hier? Hm. Okay, ach, guck mal, das ist ein Ding. Da hat, glaube ich, keinen Strom, ne? Baut auf, vielleicht keinen Strom. Okay, brauchen wir Strom? Können wir drüben durch die Tür? Ne, da geht nichts auf. Strom. Das Passwort müsste ja auch irgendwo sein, vielleicht. Da war noch eine Tür zu hier. Ups. Kann man ja hier. Ne. Nein. Nein. Okay. Kein Passwort. Das ist eine Lücke. Kann man da runter? Sieht so aus, ne? Okay. Hier. Weg mit dir. Okay. Kann man die aufmachen? Ja, die kann man. Okay. Oh. Häng fest. Ich kann nicht runter. Ah, jetzt, okay. Was? Gut. Die können wir aufbohren hier. Und hier aufschieben kann man die, okay. Ach, guck mal, da ist wieder so ein. Da ist wieder so ein Stromspielkasten. Auf hier. So, wir machen das gleiche wie beim letzten Mal. Wir fangen hier unten an. Kann ja nur so sein. Kann auch nur so sein. Der könnte eigentlich nur in die Richtung gehen. Oben ist ein Gerader, das bringt uns ja nichts. Das heißt, wir müssen unten runter gehen. Hier ist ein Gerader, muss runter, der Gerader muss auch runter. Dann muss der nach links. Der ist, was ist das für einer hier? Ein Gerader. Ja, ein Gerader muss noch da, dann muss der nach oben. Das ist auch ein, der muss der noch da. Der muss noch da, der noch da. Der kann in zwei Richtungen gehen. Was cool ist. Machen wir nur diese Richtung erstmal. Der kann auch in zwei Richtungen gehen, machen wir so. So, das war jetzt nicht schwer. So, Strom haben wir angeschlossen. Da müssen wir mal gucken. Wenn das Strom angeschlossen ist, dann müssen wir. Können wir durch die Tür jetzt da oben durch vielleicht? Ah, guck mal, das ist. Okay. Achso, okay. Guck mal, die Gelenke. So, jetzt haben wir Strom. Jetzt können wir doch das Ding da benutzen. Wo war das? Da war der Bord, ne? Guck mal, zack. Bam. So, Mediendatei. Oh, fehlerhaft. Ach, die ersten sind ja alle fehlerhaft, genau. Und die letzte, ah, die funktioniert. Ach, guck mal, da ist er wieder. 3, 2, 3, 2, oben. That face. 3, 5, 2. That's Irina, isn't it? Stas was mourning her. Losing her hit him hard. Ein Riesenbild von ihr. This place. It's where their story began. Maybe that's why he came here. Ach, verschwindet er schon wieder. To grieve. Okay. Das Passwort wissen wir jetzt. Das ist doch schwer, ne? 3. Geht alles auf. Okay, das ist mal ein Spiel wird gespannt. Photonisierende Paneele sind aktiviert. Strahlungswellen von hier, okay. Wofür ist der Würfel denn hier? Kann ich mitnehmen? Nee. Den auch gehabt. Atmosphärische Bedingungen, Temperatur und Luftfeuchtigkeit innerhalb der Grenzen. Statusbericht. Betriebsbereich. Okay. Ach, guck mal, unten hat sie auch was geöffnet. Ach, guck mal. Das ist natürlich clever. Okay, aber was kann man da irgendwas machen? Man kann den Kopf hin und her. Dann lassen wir mal stehen. Gut. Gehen wir hier runter. Hier ist eine Tür aufgegangen. Das haben wir hingekriegt. Hier gibt es einiges. Das. H.
geahnt habe. Blumeninkubator, was ist hier vorne? Vintage-Lautsprecher. Das sieht schon ziemlich cool aus hier, oder? Guck mal. Ah, das ist schon lässig. Das ist schon, das kann man auch nicht. Ist das jemand da? Ah, guck, die Uhr, die läuft. Aber sie läuft. Gut. Sasha, I finished going through the recovered data. You'll never believe what I found. What is it? Project Lazarus, Irina's project. They were using the red matter to regenerate organic tissue samples. Severely damaged, even dead ones. She was particularly successful with plant specimens. Wasn't the red matter supposed to be highly dangerous to living beings? Unless handled properly, by the look of it. Irina's research could help save countless lives. Das ist die Antenne, die wir da auf diesem, auf das Ding da gesehen haben, oder? Und da hinten auf diesem grünen Bild, das ist die Antenne. Jetzt müssen wir nur so ein Teil finden, wo wir das raufsetzen können. Guck mal da, unten, da, ne? Das so ein Ding müssen wir finden. Können wir das finden? Huch, ist runtergefallen. Hey! Mal Papier bei mir. Okay. Oh, hier, oh, das ist auch gemütlich hier. Toskans Emblem, das Wissen und Weisheit symbolisiert. Noch ein Lander durch die Lichter, die es hier an die Hänge. Okay. Das ist ein Brief. Du hast dich immer gegen Ungerechte gewehrt. Du hast das Richtige getan, auch wenn das bedeutet, alles zu opfern. Es ist Zeit für mich, meinen Teil zu tun. Deine Handlungen waren immer von Liebe gelenkt. Deine Worte Wahrheit. Ich kann auch raus, guck mal. Stas can't be far off. Let's press on. Da ist so ein, das ist auch so ein Antennending. Ja, da können die Antenne raufsetzen, glaube ich. Hm. Ach guck, das ist auch so ein Stromding. Aber es ist kein Strom drauf, seht ihr? Schon wieder kein Strom. Das ist vielleicht nochmal so ein Stromkasten. Das Kabel läuft da hinten links. Schon ein Stromkasten. Lass das Ding mal hier reintun. Ach, guck mal. Ach, guck mal, dann ist gleich auch Strom da. Steckt da unter. Ding da rein, ey. So. Was macht der denn? Ach, guck mal, da unten. Guck mal, kommt ein Ding raus. Stick, nick. Ach, Quatsch, ich kann das Ding steuern. Guck mal. Wow. Ach, das ist schon ziemlich cool. X feuern? Oh, kann ich schießen? Oh, kann ich Feuer machen. Hm. Was soll ich mit dem Ding? Soll ich die Steine wegbrennen hier? Oder so? Weiß nicht, was ich machen soll. So, wir müssen uns mal schon umschauen. Ich habe keine Ahnung, was wir mit dem Ding machen sollen. Gucken wir uns auch mal schon um. Hier sind verrote Kabel. Ist ein rotes Kabel? Was ist das? Sensorpositionsdiagramm. Sensorpositionsdiagramm. Was ist denn das? Das ist ein Sensor da oben. Das da ist ein Sensor? Oder was? Wärmesensor? Was ist das? Ah, okay. Der sitzt da, das ist der da. Da sitzt ja eigentlich auch einer. Das müsste ja dann der sein. Und der dritte, der ist auf dem Dach. Warum irgendwo? Kann man nicht sehen. Da war schon hinter diesem Kasten. Aber über das rote Kabel ja dahin. Hat was mit dem roten Kabel zu tun. Lass mal gucken, wo das Kabel hinführt. Das führt dahin, das rote Kabel. Geht da rein, okay. Motor steht. Warnzeichen, Vorsicht, Laser oder hohe Temperaturen führen zur Aktivierung des Feuersystems. Führen zur Aktivierung des Feuersystems, okay. Was soll das hier überhitzen? Das Ding. Und dann.
das hier? Sind das diese... Sind das die Dinger da hinten? Die da? Ich glaube ja, ne? Na, vielleicht müssen wir die überhitzen. Das könnte ja auch sein. Das sollten wir mal ausprobieren. Das machen wir jetzt mal. Aber hier mal hoch und steuern den und dann versuchen die da ein bisschen kaputt zu bekommen. Beziehungsweise nicht kaputt, aber überhitzen. Das geht? Oh, weiß nicht. Das ist normal. Na, guck mal. Jetzt geht erstmal Gas. Hier rüberfliegen. Ups. Das steuert sich richtig gut, die Dinger. So, machen wir das Ding hier vorne noch platt. Ach, oh, die halten noch sofort an. Dann. Okay, die gehen ja drin kaputt. Machen den ja auch gleich kaputt. Okay, da muss ja noch einer auf dem Dach sein, theoretisch, ne? Laut dem Diagramm da unten schon in der Karte. Die Leute über rote Dinger dazu. Ne? Nur weil ich es doch nicht so schnell nehme, gerade. Da irgendwo sein. Geschafft. Oh. Das war vielleicht nicht so gut. Aber die Tür geht auf da hinten. Okay, schnell. So, wir gehen hier raus, oder? Das Dach hier runter. Oh Gott, 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 Gott. Nicht, dass das gleich aufgeht, alles sterben wir. Beta, made it out of the Terraform Labs. Looks like Stas came through here. What's this? He went down a hidden access buried under the floor. A hidden access? What do you think he was up to? Not a clue. But we may be about to find out. I'm going down there. Gehen wir noch mal runter? Wer sagt? Okay. Was? Bitte nein. Okay. Sure is dark in here. Getting hard to see. Your suit has a built-in flashlight module. Use it to brighten your immediate surroundings. Also ich würde... Guck mal, ich mach Licht an hier. That's the one. Oh, okay. You can also hold down the left trigger to launch flares to illuminate distant areas. Das kann ich? Ach, Quatsch. Okay. Aber ich würde sagen, wir machen hier jetzt einen Stopp und machen dann beim nächsten Mal weiter. Würde ich behaupten. Und ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und ja, bis dahin. Tschüss.